unterstützen. Mhm. Das muss man einmal ganz klar sagen. Man kann mit Putin darüber verhandeln. Aber die Bedingung ist, wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine und werfen die Ukraine einem faschistoiden System zum Fraß vor. Das ist die Bedingung. Das heißt, Herr Lafontaine sagt hier, ich will für billiges Gas, dass die russische Armee in der gesamten Ukraine morden und vergewaltigen darf. Das ist sozusagen das, was er von der Regierung verlangt. Und das muss man mit der Klarheit sagen. Und ich glaube, wenn Sie die Leute fragen würden, wollen Sie wirklich für billiges Erdgas, dass in der Ukraine Kinder vergewaltigt werden? Und das wäre die Konsequenz, wenn wir keine Waffen mehr liefern würden, würden die Leute Nein sagen. Ach, wirklich? Ja, das ist eben das Gerede der Grünen seit längerem, aber sie sind ja mehr oder weniger jetzt an die Wand gelaufen. Ihre Vorwürfe würden Japan und Frankreich treffen, das ist so absurd. Die werfen die Ukraine den Russen zum Fraß vor. Die Japaner haben mehr in der Birne als wir. Die wissen, dass ihre Industrie Energie braucht. Und das gilt eben auch für uns. Die Grünen werden es auch noch begreifen. Unsere Industrie braucht Energie und mit Gerede und mit irgendwelchen Putin-Verstehergeschwätz ist da überhaupt nichts geregelt. Ohne russische Rohstoffe und Energie können wir unseren Wohlstand nicht erarbeiten. Und deshalb muss ich Ihnen sagen, Sie werden mitverantwortlich sein für den Niedergang der deutschen Wirtschaft und die Verarmung weiter Teile der Bevölkerung. Kehren Sie um, es gibt keinen anderen Weg. Vielleicht nur eins, Herr Mittelhoff. Ganz kurz, die Unwahrheit wird nicht dadurch wahrer, wenn man sie wiederholt, Herr Lafontaine. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, es gibt gar keine Sanktionen. Das gilt auch für Sie, selbstverständlich. Das haben wir verstanden, Herr Hofreiter. Es kann doch nicht sein, dass man dem, sage ich mal, moralisch einwandfreien Herrn Erdogan es überlässt, etwa sicherzustellen, dass Getreide mal wieder geliefert wird in Länder, die dringend Getreide brauchen, weil Hungersnot herrscht. Es sollte jetzt endlich mal die deutsche Politik wieder zur Vernunft zurückkehren und wissen, man kann keine feministische Außenpolitik machen, man muss Politik für die Menschen in Deutschland machen. Und da muss man eben einfach einen Weg finden, dass Energiepreise wieder bezahlbar werden. So einfach ist das. Wer das nicht kann, sollte den Hut nehmen und sollte lieber ein anderes Hobby pflegen als regieren. Dann sollten Sie den Hut nehmen. Dann sollte Herr Habeck den Hut nehmen, Frau Baerbock, sagt Herr Lafontaine. Also Sie haben vorhin Joschka Fischer angesprochen. Der hat eine Zusammenarbeit mit Madeleine Albright gehabt, der verstorbenen US-Außenministerin. Diese Frau hat den Tod von 500.000 Kindern im Irak durch Sanktionen gerechtfertigt. Warum nicht ein Riesengeschrei von Herrn Hofreiter, dass man mit einer solchen Frau zusammenarbeiten kann, dass man damit diesen Tod von den Kindern ja auch noch rechtfertigt? Ich bin also einfach erschüttert über diese ungeheure doppelte Moral, die da ist. Wenn man also Verbrechen verurteilt, dann muss man sie überall verurteilen. Bei Putin ja, aber nicht nur bei Putin, auch bei den anderen Kameraden, die ich genannt habe, die alle für völkerrechtswidrige Kriege und für Morde und so weiter verantwortlich sind. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verändern, liebe Freundinnen und Freunde. Annalena, kommst du bitte zum Schluss?